Ja, wir haben für diese Veranstaltung Marga Voigt gewonnen. Marga Voigt kommt aus Berlin und ist Slawistin und Bibliothekarin, ja. und war bis 1990 als Leiterin der russischen Bibliothek im Zentralen Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft in Berlin tätig. Ja. Genau. Dann kam sie auch der Abwicklung der DDR zum Opfer und hat praktisch danach mit verschiedenen Fortbildungen und ABM-Maßnahmen sich quasi mehr oder weniger durchgeschlagen. Ja. Und ist seit 2000 freiberuflich und ehrenamtlich in der Erarbeitung von verschiedenen Projekten, Ausstellungen und Lesungen tätig in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Und das muss man, glaube ich, ganz stark hervorheben, sie wirkt seither auch an ganz führender Position daran mit, dass die Arbeiten der Sozialistinnen und Kommunistin Klara Zetkin völlig erschlossen werden. Es gibt ja die dreibändige Ausgabe, aber da ist ja nur ein kleiner Teil der Arbeiten von Klara Zetkin dokumentiert. Und dass die Marga arbeitet daran, dass praktisch die ganzen anderen Dinge veröffentlicht werden. Und die zum Beispiel die Kriegsbriefe, die zeigen eben Klara Zetkin, wie ich es vorher schon gesagt habe, von einer ganz anderen Seite, als man sie so üblicherweise kennt. Ja, und leider, muss man sagen, ist auch über 100 Jahre später die Frage Krieg und Frieden so aktuell wie damals. Aber jetzt möchte ich da nicht mehr dazu sagen, sondern das Wort hat jetzt die Marga. Danke, Günther. Herzlichen Dank. Moment. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung nach Stuttgart, hier in das Waldheim Klara Zetkin. Ich bin gern wiedergekommen. Es ist immer etwas Besonderes, dort zu sein, wo Klara Zetkin lebte und arbeitete. Die lebendige Nähe zum Ort des Geschehens hat etwas Motivierendes und Inspirierendes, was ich wohl zu schätzen und zu genießen weiß. Ich bringe Grüße und gute Wünsche von meinen Freunden, Kollegen und Mitstreiterinnen des Klara Zetkin Fördervereins in Birkenwerder mit. Und ebenso Grüße und gute Wünsche von Freunden und Kollegen und Mitstreiterinnen der neu gegründeten Klara Zetkin Stiftung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben uns im vorigen Jahr in Birkenwerder miteinander bekannt gemacht und sind entschlossen, in Zukunft zusammenzuarbeiten und uns bei unseren Projekten gegenseitig zu unterstützen. Auf dem Plan steht eine Wanderausstellung zu Leben und Wirken Klara Zetkins, die wir mit einem wissenschaftlichen Symposium im nächsten Jahr in Birkenwerder konzeptionell vorbereiten und mit vereinten Kräften auf die Beine stellen wollen. Sie, liebe Waldheimer, sind herzlich eingeladen, so die Bitte des Klara Zetkin Fördervereins und der Klara Zetkin Stiftung, an dem Projekt mitzutun, sich mit Gedanken, Vorschlägen und Themen an der Konzeption und dem Symposium zu beteiligen. Klara Zetkin hat so eine professionelle Wanderausstellung nach 100 Jahren allemal verdient. Und sie käme im Verbund der Landesverbände der Rosa-Luxemburg-Stiftung über Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg hinaus bestimmt gut an. Im Namen beider ehrenamtlicher Vereine möchte ich heute die Botschafterin dieser Nachricht sein und würde mich über eine Zusammenarbeit mit dem Klara Zetkin Waldheim in Stuttgart freuen. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Klara Zetkin, wenn jemand unter uns ist und einen kleinen Einstieg braucht. Klara Zetkin ist in Wiederau in Sachsen geboren und hat am Königlichen Lehrerinnenseminar bei Auguste Schmidt in Leipzig die Prüfung abgelegt und ist in die SAPD eingetreten. Dann kam das Sozialistengesetz und sie ist nach Zürich gegangen und arbeitete bei Motteler, der den Sozialdemokrat herausgegeben hat und der illegal über die Grenze dann zu den deutschen Sozialisten gelangte.
Klara Zetkin ist Ossip Zetkin, einem russischen Revolutionär, den sie in Leipzig in ihren Studienjahren kennengelernt hatte, ins Pariser Exil gefolgt. Und sie haben eine Familie gegründet, ohne verheiratet zu sein, bekamen zwei Söhne, Maxim und Kostja. Und leider ist Ossip Zetkin, hat das Exil nicht überlebt. Und im Jahr seines Todes 1889 gab es in Paris die Gründung der Zweiten Sozialistischen Internationale und Klara Zetkin trat dort auf und sprach ihre berühmte Rede von der Befreiung der Frau. Sie kehrte alleinerziehend mit ihren zwei Söhnen hierher nach Stuttgart, nach Deutschland zurück und war Redakteurin der Frauenzeitschrift der Sozialdemokratischen Partei Die Gleichheit. 1897 heiratete sie Friedrich Zunde und 1907, als der Sozialistenkongress in Stuttgart stattfand, gründeten die Frauen, die Sozialistinnen, in der Internationale, die Fraueninternationale. Bekannt ist dann ihr zweiter Kongress 1910 in Kopenhagen, wo sie den Internationalen Frauentag ins Leben riefen. So, vielleicht so viel zum Einstieg. Ich möchte noch aufmerksam machen, dass Sie vielleicht auch ab und zu einen Blick auf die Bilder und Zeichnungen von Klara Zetkin werfen. Sie sind aus der Hand des Künstlers Avak Avakian. Und ich denke, zu dem neuen Bild, was wir von Klara Zetkin uns erarbeiten wollen, gehört vielleicht auch die Künstler, gehört bestimmt auch die künstlerische Sicht dazu. Ich möchte an den Anfang meiner Lesung heute aus den Briefen Klara Zetkins zuerst ein Dokument vorstellen. Ein wenig bekanntes Dokument. Und es ist vom 1. Juli 1919. Heute haben wir den 1. Juli 2020. Es ist der Protest der Sozialistischen Fraueninternationale gegen die Gewaltfrieden von Versailles und Saint-Germain. Klara Zetkin hat es verfasst in ihrer Eigenschaft als internationale Sekretärin der Sozialistischen Fraueninternationale. Und es beginnt so. Die Sozialistische Fraueninternationale erhebt flammenden Protest wider die Friedensvertragsvorschläge, die nach dem Willen der Entente-Regierungen den Kampf um die Weltherrschaft und Weltausbeutung zwischen den beiden imperialistischen Staatengruppen beenden sollen. Sie bedeuten nicht Friedensschlüsse zwischen Völkern, die zu dem Verständnis ihrer Lebensinteressen erwachten und ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen. Sie sind nichts als Abmachungen zwischen Regierungen, die hüben und drüben in der Hauptsache als Sachwalter der besitzenden und ausbeutenden Klassen amtieren, auch wenn sie sich dabei auf die Demokratie berufen. Sie, schreibt Klara Zetkin, bereiten mit tödlicher Sicherheit einen künftigen Krieg zwischen den kapitalistischen Staaten vor. Die Sozialistische Fraueninternationale erklärt die Friedensvorschläge von Versailles und Saint-Germain für unannehmbar. Sie stellt ihnen die Forderungen entgegen, die ihre Vertreterinnen auf der Internationalen Frauenkonferenz in Bern im März 1915 erhoben haben. Sie fordert einen Frieden, der das Recht der Völker und Nationalitäten, auch der Kleinen, auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit anerkennt. Ein solcher Frieden wird die Vorbedingung dafür sein, dass die Proletarier sich dem Bann des Nationalismus entwinden. Er wird die Vorbedingung dafür sein, dass die sozialistischen Parteien und die Arbeiterorganisationen als zielklare Vorhut der arbeitenden Massen diese um die Fahne des internationalen Sozialismus sammeln. Pflicht und Ehre der Sozialistinnen aller Länder ist es, im Kampf
für die Weltrevolution, für den Weltfrieden voranzugehen. Kein imperialistischer Schwertfrieden, ein Frieden im Zeichen des revolutionären Sozialismus. Alles für die Weltrevolution, alles durch die Weltrevolution, hoch die sozialistische Fraueninternationale, hoch der internationale Sozialismus. Was für ein Programm. Und es wird das Programm ihres Lebens bleiben und sein, bis in den Juni 1933. Erinnern wir uns, schon ein Jahr darauf fällt Clara Zetkin, nunmehr als Mitglied der KPD und als Mandatsträgerin ihrer Partei, ihre erste Rede im Deutschen Reichstag. Am 2. Juli 1920. Das erste Wort der Kommunisten ist über dieses Haus, ist über Deutschlands Grenzen hinaus gerichtet und es ist das Bekenntnis zur internationalen Solidarität der Proletarier aller Länder. Und 12 Jahre später, in ihrer Rede als Alterspräsidentin zur Eröffnung des letzten Deutschen Reichstags 1932, sagt sie die unvergesslich gebliebenen Worte: Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen. Vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Ja, in unserem Andenken heute Abend an Clara Zetkin breitet sich wahrlich ein großes geistiges Programm aus. Und davon ist all ihr Tun und Schreiben in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt. Ich habe es mir so gedacht, dass ich ca. 15 Briefe vom Januar 1919 bis Februar 1921 heute lese. Also ich lese aus den Briefen. Das sind die Briefe, an denen ich jetzt arbeite, um den zweiten Band fertig zu machen. Die Kriegsbriefe sind 2016 erschienen. Und jetzt arbeite ich an dem Band der Briefe von Clara Zetkin von den Jahren 1919 bis 1923. Also für heute Abend habe ich mir die Lesung so gedacht. Erst 5 Briefe aus dem Jahr 1919. Ich beginne mit dem Brief an Mathilde Jakob. Mathilde Jakob kennen wir als Sekretärin von Rosa Luxemburg und sie war dann auch die Sekretärin von Clara Zetkin, von Paul Levy, also eine aufopferungsvolle Frau. Clara Zetkin schreibt an sie, als sie von der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs erfuhr. Dann schrieb sie, es war ja ein Bedürfnis an Lenin und Alexandra Kollontai, die Volkskommissarin für Frauen und soziale Fragen in Sowjetrussland zu schreiben. Im Oktober 1919 fand dann der zweite und zwar illegale Parteitag der KPD in Heidelberg statt. Dann lese ich aus 10 Briefen von 1920. Es sind wieder Briefe an Mathilde, kommt ihre Reise als Abgeordnete der KPD, hat sie die Einladung, nach Sowjetrussland zu reisen. Dort war sie im Oktober und November 1920. Und zum Schluss, denke ich, wird es auch beeindruckend sein, zu hören, ihre Schilderung, wie sie illegal nach Frankreich reiste, um in Tours an dem Kongress teilzunehmen, wo die französischen Sozialisten ihre kommunistische Partei gründeten. Und damit, glaube ich, schließen wir für heute Abend ab. Ich habe die Lesung sich ganz in der Hand haben.
genannt. Also dieser Spruch, sich ganz in der Hand haben, finde ich, das passt sehr gut zu Clara Zetkin. Am 12. Januar 1919 ist Clara Zetkin auf der Liste der USPD in den Württemberger Landtag eingezogen. Und ungewiss sind die Nachrichten aus Berlin. Ihre Sorge galt Rosa Luxemburg und dann kam die Nachricht von ihrer Ermordung. Die BZ am Mittag titelte am 16. Januar 1919: Liebknecht auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburg von der Menge getötet. Und Clara Zetkin schreibt an Mathilde Jakob: Liebes Fräulein Mathilde, teure Freundin, gestern früh kam die entsetzliche Kunde, alles aus. Ach, meine teure Mathilde, Sie müssen verstehen. Und so komme ich mit meiner Verzweiflung zu Ihnen. Lebe ich überhaupt noch? Und kann ich nach diesem Furchtbarsten noch leben? Ich möchte Blut weinen, einen Schrei ausstoßen, der die ganze Welt erschüttern, umstürzen müsste, mir den Schädel an der Wand zerschmettern, um nicht zu denken an das eine. An das eine Entsetzliche zu denken, und Sie sind tot, gemeuchelt. Gemeuchelt unter den grausigsten Umständen. Ich begreife es nicht, dass das Leben ohne Karl und Rosa seinen Gang weitergehen kann. Dass draußen die Sonne scheint. Ach, Mathilde, Mathilde, was haben wir verloren? Ich wäre sicher der Verzweiflung erlegen, wenn nicht die ebenso tiefe Verzweiflung meines jüngsten Sohnes Kostja mich zur Selbstbeherrschung gezwungen hätte. Er stand Rosa besonders nahe und sie hat ihn mir bei jeder Katastrophe meines Lebens stets auf die Seele gebunden. Ich musste das Schlimmste für ihn fürchten. Wir versuchen einander aufzurichten und zu halten. Maxim und der Dichter verstehen uns und sind selbst aufs Tiefste getroffen. Sie haben Rosa geschätzt und geliebt. Ihre Teilnahme tut uns wohl, aber unsere Verzweiflung kann sie nicht mildern. Mathilde, Mathilde, werden wir es tragen können, ohne die beiden, ohne Rosa zu leben? Der Versuch, es zu tun, hat für mich nur einen Sinn, dem Leben diesen Inhalt zu geben, im Geist der beiden, unter den Massen und mit den Massen arbeiten und kämpfen. Das ist Rosas Testament für mich. Dazu gehört auch, dass Rosas Arbeiten gesammelt und herausgebracht werden. Sie sind eine kostbare, lebendige Hinterlassenschaft, die den Massen gehört. Sie werden das Denkmal sein, dauerhafter als Erz, das Rosa gebührt. Ich will meine ganze Kraft daran setzen, dass Rosa und Karl dieses ihre alleinwürdige Monument in der sozialistischen Literatur und in der proletarischen Geschichte erhalten. Liebste Freundin, es ist Ihre Aufgabe, darüber zu wachen, dass nicht ein Zettel, nicht eine Zeile von Rosas Manuskripten verschleppt und verstreut wird, nicht eines Ihrer älteren, bereits gedruckten Arbeiten, Artikel, Broschüren abhanden kommt. Sie müssen mit Argusaugen darüber wachen, dass nichts, auch gar nichts von Rosas geistiger und politischer Hinterlassenschaft entwendet werden kann. Rosas geistiges Erbe muss verteidigt werden. Es gehört dem revolutionären Proletariat. Wenn es Ihnen möglich wäre, mir Nachricht zu geben, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Aber eingeschrieben. Ihren letzten Brief erhielt ich mit der gleichen Post, die mir 8 Seiten von Rosa brachte. Geschrieben am 11. im Feuer. Ein so lieber Brief, ganz Rosa. Ich darf nicht denken, der Wahnsinn fasst mich an. Rosa, Rosa, einzige Rosa, du bist nicht mehr. Und ich soll weiterleben. Liebe gute Freundin, verzeihen Sie, dass ich mich nicht mehr in der Hand habe. Es geht über meine Kraft. Grüßen Sie alle, die eines Schmerzens mit uns sind. Ich küsse Sie in herzlicher Freundschaft. Dann
fand im März der USP-Parteitag statt und Clara Zetkin erklärte ihren Austritt aus der Partei. Und berühmt sind ihre Worte geworden: dort kämpfen, wo das Leben ist. Danach nimmt sie an einer KPD-Konferenz in Frankfurt am Main teil und wird in die Zentrale gewählt und mit der Herausgabe der Frauenzeitung beauftragt. Und am 10. März wird Leo Jogiches im Gefängnis erschossen. Sie schreibt an Mathilde: meine liebe, treue Freundin, es ist nicht Herzlosigkeit, dass ich heute erst antworte. Die nackte Unmöglichkeit, ich habe alle diese Tage bis zur Erschöpfung gearbeitet. Eine Flugschrift für die hiesigen Leute, lange Leitsätze zur Sozialisierung, das Frauentagsblatt, viel Vorträge, darunter auswärts, mit Bahnfahrten, die Zeit verschlingen und mich kaputt machen, dazu fast täglich Besprechungen, ich bin heiser. Und die meinen schütteln jeden Tag mit mehr Besorgnis den Kopf, wenn ich vor ihnen auftauche. Ich schlafe kaum noch, aber die Arbeit, maßlose, betäubende Arbeit, ist das Einzige, mich am Leben zu erhalten, vor dem Wahnsinn zu schützen. Arbeit ist für mich, was Champagner oder Fusel für andere ist. Liebe, liebe Mathilde, wie fühle ich mit Ihnen, wie verstehe ich Sie? Wie bewundere ich Sie in Ihrer Treue und Energie und liebe Sie dafür? Jetzt kommt nochmal Ihre Sorge über Rosas literarische Hinterlassenschaft, die ihr besonders am Herzen liegt. Sie schreibt, Rosa muss in ihren Schriften lebendig bleiben. Ihr Geist muss nun erst recht im internationalen Proletariat führend vorausgehen. Und dann schreibt sie mit Mathilde Wurm, der Sozialistin aus der USPD, habe ich telefoniert. Dass ich zur KPD übertrete, habe ich ihr gesagt, doch wollte sie es nicht glauben. Unerfindlich ist es mir, dass sie meinen konnte, ich werde mich aufs Altenteil setzen und nicht mehr kämpfen, wenn ich die USP verließe. Es tut mir leid, dass ich ihr Schmerzen mache, aber ich muss handeln, ich muss kämpfen. Liebe, treue Mathilde, herzlichen Gruß von Kostja. Von mir seien Sie umarmt, geküsst, Ihre Clara. Dann schreibt sie einen Brief an Lenin, den spare ich mir jetzt und komme zu dem Brief an Alexandra Kollontai. Sinnenbuch, 10.04.1919. Alexandra Kollontai ist in Sowjetrussland Volkskommissarin für Soziale und Frauenfragen. Geehrte, liebe Freundin Alexandra, endlich habe ich von Ihnen gestern durch eine junge Genossin gehört, die kürzlich als Frau eines deutschen Kriegsgefangenen nach Deutschland gekommen ist. Ich bin freudig erregt. Welch ein Glück für Sie und welch ein Gewinn für unsere Bewegung, unsere Sache. Ich erfuhr, dass Sie sich wieder im Besonderen der Arbeit für die Frauen und unter den Frauen widmen. Ich bitte Sie dringend, mir darüber zu berichten oder berichten zu lassen. Demnächst tritt das von mir redigierte, regelmäßige Frauenorgan der KP ins Leben. Ich bitte dringend um Ihre Mitarbeit. Ich habe seit langem die Initiative zu einer internationalen Konferenz der sozialistischen Frauen ergriffen. In allen Ländern sind die Genossinnen damit einverstanden. Ort und Zeit ist noch unbestimmt. Ich bin der Ansicht, dass wir die Konferenz äußerlich unabhängig von einem allgemeinen internationalen Kongress abhalten, ihr aber ein streng grundsätzliches Gepräge geben. Keine Konzessionen an irgendwelche Kompromisse. Auf Opposition müssen wir rechnen. Von den deutschen Mehrheitssozialistinnen und Gewerkschafterinnen, den Österreicherinnen, mit Ausnahme einer Minderheit und eines Teils, wenn nicht der gesamten Engländerinnen.
wie die Berner Konferenz gezeigt hat. Nicht, dass unsere englischen Genossinnen selbst sozialpatriotisch geworden sind, aber sie schwärmen sentimental für eine Einigkeit à tout prix. Die Genossinnen der übrigen Länder bzw. sozialistischen Parteien dürften mit uns gehen. Für die Tagesordnung sind jetzt vorgeschlagen Bericht der internationalen Sekretäre, natürlich zugespitzt auf unsere Aufgaben in der Weltrevolution, Frauenwahlrecht, soziale Fürsorge für Mutter und Kind, soziale Maßnahmen zur Entlastung der Hausfrau, sozialistische Erziehung im Heim, Gründung eines selbstständigen internationalen Frauenorgans. Liebe Freundin, teilen Sie mir bald Ihre Ansicht mit, auch die der Genossinnen, die Sie informieren wollen. Die meinen senden Ihnen beste Grüße. Ich umarme Sie in alter, herzlicher Sympathie und Wertschätzung. Jetzt kommt der Mai und am letzten Mai wird Rosa Luxemburgs Leiche gefunden. Am 13. Juni findet die Beisetzung in Berlin-Friedrichsfelde statt. Am 9. Juni schrieb Mathilde einen Brief an Clara Zetkin und darin ihr Hinweis auf eine Reichskonferenz am 14. des Monats, auf der auch die Programmfrage auf der Tagesordnung stehe und dass die Freunde sehr auf ihre Gegenwart rechnen. Clara Zetkin antwortete sofort. Stuttgart, Ständehaus, den 10.06.1919. Da schreibt sie als Abgeordnete aus dem Württemberger Landtag. Meine liebe gute Mathilde, also es ist bestimmt. Ich treffe Donnerstagabend in Berlin ein. Ich bitte Sie, meinen Sohn davon zu benachrichtigen. Sie sind gewiss so freundlich, mich abzuholen. Ach, wird das ein schwerer Gang für mich sein. Aber ich muss ihn tun. Es ist mir ein inneres Bedürfnis. Und wüsste ich, dass ich mein Kommen mit dem Leben bezahlen müsste, so käme ich doch. Auf Wiedersehen, liebe Mathilde. Was haben Sie in diesen Tagen alles getragen? Ich küsse Sie von Herzen. Und wir wissen, dass Clara Zetkin bei der Beerdigung an Rosas Grab gesprochen hat. Ich würde jetzt zum Jahr 1920 gehen, aber vielleicht haben sich einige Fragen ergeben und Sie möchten etwas nachfragen, oder? Ja. Was die Engländerin, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, was haben die Engländerin oder was hat sie befürchtet von den Engländerinnen? Dass sie nicht konsequent auf dieser sozialistischen Linie sind, dass die Engländerinnen mehr dafür sind, eine Konferenz um jeden Preis, also politisch, wie Clara Zetkin sagte, ohne Kompromisse, ohne Konzessionen. Und war sie der Meinung, dass die Engländerinnen sicher gespalten sind und nur ein Teil der Engländerinnen bereit sein wird, an einer Konferenz, die Clara Zetkin führt, teilzunehmen. Mhm. So ist das gemeint. Okay, danke. Im Jahr 1920 war nach der Annahme der Weimarer Verfassung hat sich die gesetzgebende Versammlung aufgelöst und allgemeine Wahlen wurden für den 6. Juni 1920 festgelegt. Und auf dem Parteitag im April war Clara Zetkin an erster Stelle der Reichsliste der KPD nominiert worden. Das Wahlkampfplakat titelte »Denkt an Liebknecht, wählt Kommunisten« in Klammern Spartakus, Liste Zetkin. Wie sah das Wahlergebnis aus? Die Mehrheits-SPD verlor die Hälfte der Stimmen, die USPD gewann 5 Millionen Stimmen, die KPD eine halbe Million Stimmen. Jetzt kommen Briefe von Clara Zetkins Wahlkampftour. Sie hat gebeten, Mathilde Jakob hier in Sielenbuch in ihrer Wohnung die Fäden zu halten.
und gibt ihr Nachricht so oft sie kann, wie es ihr selber ergeht. Sie schreibt aus Suhl am 6. Mai 1920. Liebe gute Mathilde, zuerst, was dich am meisten interessiert. Ich bin noch munter und hatte gestern Abend eine sehr schöne Versammlung. Sie dauerte allerdings bis nach Mitternacht. Suhl ist eine Hochburg der USB und die hatten sich aus Meiningen einen Abgeordneten geholt. Es gab also eine lange Debatte. Ich musste 3 oder 4 Mal sprechen. Ich darf glauben, dass wir dabei gut abgeschnitten haben, obgleich der USP-Mann eine sehr gewandte Klinge schlug. Du weißt, dass ich fast nie zufrieden mit mir bin, aber gestern durfte ich es sein. Ich war nach Inhalt und Form meiner Rede wirklich meiner Aufgabe gerecht geworden. Schade, dass du nicht dabei warst. Du hättest deine Freude daran gehabt. Ob es mir wohl heute in Erfurt auch gelingen wird, mich ganz in der Hand zu haben, um der Sache zu dienen? Ich bin voller Sorge, denn ich konnte erst gegen 3 Uhr früh einschlafen und schlief schlecht, fühle mich physisch wie zerprügelt. Ob ich von Erfurt aus nach Berlin oder Braunschweig fahren muss, weiß ich noch nicht. In Erfurt wusste man bisher nichts darüber. Nach dem Bericht ein Wunschzettel. Wenn Hanna oder sonst jemand nach Berlin reist, so schicke mir Folgendes. Erstens, meine Samtjacke, es ist kalt. Zweitens, die Kleiderbürste aus meinem Reisenecessaire, das im Kleiderschrank oben auf dem Brette liegt, rechte Seite. Drittens, ein Fläschchen mit Haarwasser, das meine ist ausgelaufen. Viertens, mein rotes Reisenähzeug, das im Nähtisch meines Schlafzimmers in einem Schächtlein liegt. Den schwäbischen Merkur, soweit er seit meiner Abreise gekommen ist. Du kannst ihn als Drucksache abgehen lassen. Die anderen Sachen bitte ich aber nur per Gelegenheit zu schicken, und zwar an die Adresse deiner Mutter. Auf der Post können sie verloren gehen und es wäre um mein Sammeljacket schade. Das muss ich hüten, wie meinen Augapfel. Wegen Essen sorgt euch nicht. Ich bekam hier alles. Fleisch, Eier und sogar Butter. Natürlich alles sehr teuer. Nur eines ist kaum zu haben. Brot. Es gibt nicht ein Krümelchen ohne Marken und damit können mir die hiesigen Genossen nicht aushelfen. Vielleicht gibt es in Erfurt solche. Indessen hoffe ich auch, mit dem Brot zurechtzukommen. Liebe Mathilde, sieh zu, dass meine Blumen gut versorgt werden. Die beiden Azaleen sollen in dieser Woche wieder einmal von oben her abgespritzt werden. Die Hortensie muss täglich Wasser in den Untersatz bekommen. Die übrigen Blumen dürfen nicht zu nass gehalten werden. Lux und Morle weiß ich in guter Pflege. Sorgt aber auch für euch selbst. Hanne schreibe ich den nächsten Brief. Hätschle die guten Tiere ein wenig. Ich denke in dem engen, grauen Hotelzimmer mit Sehnsucht an den Garten. Doch Zähne zusammengebissen. Sagt dem Mädchen, dass ich freundlich an sie denke und mich auf sie verlasse. Viele Grüße, Hanna und Kostja. Ich umarme dich in treuer Freundschaft. Deine Clara. Die Woche drauf schreibt sie, liebe gute Mathilde, in aller Eile. Von Hanna wirst du bereits den Artikel der Kollontai und das Feuilleton für Nummer 12 erhalten haben. Anbei weiteres Manuskript. Morgen geht der Rest ab. Ich hatte und habe nicht eine Minute Zeit für mich. Morgen gehe ich nach Sachsen und komme wahrscheinlich erst am 19. nach hier zurück. Am 21. komme ich bis 26. nach Stuttgart. Benachrichtige sofort Hanna davon, dass ich nur in der Zeit vom 22. bis 25. Versammlungen in Württemberg abhalten kann. Am 26. muss ich ins Rheinland und am 4. Juni spreche ich in Berlin. Wie ich alles aushalten soll, weiß ich noch nicht. Morgen mehr. Ich küsse dich, euch alle herzlich, deine Clara. In Leipzig sprach Clara Zetkin am 14. Mai.
in dem Felsenkeller. Und heute gibt es in dem Felsenkeller auch so eine Dokumentation. Der Felsenkeller war so ein Versammlungssaal, den auch die Sozialisten benutzten. Und daraus weiß ich, dass Clara Zetkin am 14. Mai dort aufgetreten hat in ihren Briefen. Ich habe keine Minute Zeit, kommt sie nicht mal dazu, genau zu listen, also von welchem Ort zu welchem Ort sie unterwegs ist. Am 14., bevor sie in Leipzig auftritt, schreibt sie noch früh am Morgen offensichtlich an beide Leitartikel und einen Artikel, der unbedingt in diese Nummer 12 muss. Ich schrieb ihn heute Nacht und konnte ihn leider nicht kopieren lassen. Du musst dich also schon damit abquälen. Paul Levy hat mir versprochen, den Schwaben morgen das nötige Geld schicken zu lassen. Privatmittel aufzutreiben ist unmöglich. Ich bin in großer Sorge wegen Hanna. Sie soll sich gleich ordentlich behandeln lassen. Montag bin ich in Chemnitz. Du kannst mir dringende Nachrichten nach dort geben. Am 21. komme ich für 5 Tage. Ich grüße und küsse euch alle in größter Herz. Deine Clara. Gib gleich Nachricht, ob du beide Briefe mit dem Manuskript erhalten hast. Hanna ist die Sekretärin von Clara Zetkin und die erste Frau von Maxim. Aus Essen schreibt sie, offensichtlich hat Mathilde ein paar Tage Urlaub gewährt bekommen. Liebe Mathilde, hoffentlich bist du nach guter Reise gut daheim angekommen. Die beste Geburtstagsüberraschung für dein Mütterlein, der ich meine herzlichen Glückwünsche sende. Ohne die treue Gerti wäre ich hier ziemlich verloren. Ich bin todmüde und möchte mich am liebsten nicht vom Fleck rühren, sodass ich Gerti für alles sorgen lasse und nur wünschte, ich könnte ihr auch das Reden überlassen. Gestern war es in Hamburg großartig. Heute bin ich dafür auf nichts Gutes gefasst. Die Stimmung soll hier ganz gedrückt sein. Auch das muss in Kauf genommen werden, wenn meine Kraft nur aushält. Gerti behauptet, gestern sei es gut gegangen. Ich selbst weiß nichts, so abgehetzt bin ich. Grüße die Deinen herzlich, zumal deine Mutter. Ich umarme dich in treuer Freundschaft. Jetzt kommt die Reise. Wir wissen, dass Clara Zetkin in den Reichstag eingetreten ist. Ich hatte auch aus ihrer ersten Reichstagsrede darauf aufmerksam machen wollen, dass Clara Zetkin von ersten Augenblick an die Reichstagsbühne auch als Internationalistin genutzt hat. Die Reise nach Sowjetrussland dauerte vom 21. September bis 18. November. Und die erste Postkarte geht an Mathilde. Liebe Mathilde, vor dem Fluss zwischen Westen und Osten die herzlichsten Grüße. Lass dir von Kostja erzählen, wie es mir erging. Ich habe hier eine schreckliche Fehde, die mir alle Gedanken und Schreiblust verdirbt. Grüße alle. Ich umarme dich unter besten Wünschen in treuer Freundschaft, Clara. Jetzt würde ich gern einen Brief an Nadjezda Krupskaja, wie Clara Zetkin schreibt, liebe Genossin Lenin, vorlesen. Und wir sind am 30. September 1920. Liebe Genossin Lenin, verzeihen Sie, dass ich Ihnen und Genossin Lenin erst heute für Ihre gütige, wundervolle Fruchtsendung danke. Ein wahres Märchen unter den Umständen. Ihr freundschaftliches Gedenken hat mich von ganzem Herzen erfreut. Aber ich war diese letzten Tage gesundheitlich übler dran, als ich den Freunden eingestehen und mir anmerken lassen wollte. Die Beschäftigung mit meiner Person, noch dazu in dieser Zeit und in diesem Milieu, und das Sorgen um mich sind mir zuwider. Es ist mehr als genug und sehr bitter, dass Alter und Kränklichkeiten mich manchmal an Arbeit und Kampf hindern. Und man soll meinen Schmerz darüber nicht durch Geschrei über mein Befinden verschärfen.
Ich glaube, liebe Genossin, dass gerade Sie mich darin verstehen. Denn Sie sind uns allen ein leuchtendes Beispiel tapfersten Kämpfens trotz schwerer Kränklichkeit. Also empfangen Sie nachträglich meinen Dank, der mir nicht weniger aus dem Herzen quillt, weil es unter den Umständen so spät kommt. Herzlich drücke ich Ihnen mein aufrichtiges Beileid aus an dem Tod unserer Genossin Inessa Ammann. Wir haben mit ihr eine unserer treuesten, zuverlässigsten und aktivsten Kämpferinnen verloren. Ich empfinde das für unsere kommunistische Frauenbewegung. Wie tief, wie schmerzlich muss der Verlust der KPR treffen und Sie, liebe Genossin Lenin, ganz persönlich. So viel ich weiß, war Inessa eine Ihrer nächsten Freundinnen. Ich drücke Ihnen in tiefem Mitgefühl die Hand. Wollen Sie bitte Genossin Lenin bestens grüßen, ebenso die Schwester. Ich brenne danach, eine Aussprache mit Lenin über die Lage in Deutschland zu haben, eine ungeschminkte und unfrisierte Aussprache. Jedoch wage ich kaum, Genossin Lenin um eine Unterredung zu bitten. Ich sehe, ahne die ungeheuerste Arbeits- und Verantwortlichkeitslast, die auf ihm ruht. Wird er sich eine Viertelstunde für mich abstehlen können? In fester Kampfesgemeinschaft und Wertschätzung, Ihre dankbare Clara Zetkin. Clara Zetkin hatte dann eine Unterredung mit Lenin am 23. Oktober und am 4. November und noch, also dort zwei weitere Gespräche. Und wir kennen ja die Erinnerungen an Lenin. Sie hat sie ja dann zu Papier gebracht. An Lenin schreibt sie aus Moskau. Das ist jetzt der 5. November, kurz vor ihrer Abreise. Verehrter, lieber Genosse Lenin, als Sie gestern Abend mir noch von Ihrer kostbaren Zeit opferten, vergaß ich einiges. Erstens und vor allem ging mir der Abschied von Ihnen tief zu Herzen. Und zweitens war ich nicht ganz wohl. Dies zur Entschuldigung, dass ich Sie noch nachträglich mit meinen Hieroglyphen plage. Also, Adren. Erstens, ich komme nochmals mit einer kühnen Reiterattacke auf die Anregung zurück, uns für einige Zeit Bucharin zu leihen. Seine Frische, sein rasches Zupacken, seine Erfahrung, kurz die ganze Persönlichkeit, würde bei uns sehr gut tun. Zumal in der ersten Zeit nach der Verschmelzung, Sie wissen, wie sehr die Deutschen zur Sentimentalität neigen. Die Honigmondstimmung von Verliebten taugt aber durchaus nicht für die Politik, zumal in der gegebenen Situation, wo die Ereignisse sich überstürzen. Dass Bucharin nicht in seinem Ungestüm zu weit links treibt, dafür ist gesorgt. Bucharins Tatendrang fände genügend Gegengewicht. Ich weiß, dass ihr ihn kaum entbehren könnt. Immerhin seid ihr so viel reicher an erfahrenen Kräften als wir. Vielleicht ginge es doch. Also bitte, bitte, ziehen Sie den Fall in Erwägung. Zweitens, wir sollten noch 3 bis 4 frische, gute Agitatoren bekommen, die deutsche Sprache beherrschen, so etwa wie Goralski und seine Frau, die sich beide sehr bewähren. Und drittens, ich lasse Genossin Lenin herzlich bitten, mir persönlich Dekrete, Publikationen zuschicken zu lassen, die sich auf die Bildungsarbeit beziehen. Diese Seite eurer Arbeit ist für uns außerordentlich wertvoll. Sie ist eine starke Kraft, um eine Bresche in die Reihen der Intellektuellen zu schlagen. Mit herzlichsten Grüßen für Ihre liebe Frau, Schwester, drücke ich Ihnen in heißer Verehrung die Hand. Clara Zetkin. Mit der Verschmelzung ist gemeint, dass sich ja 1920 im Dezember fanden gleichzeitig Parteitage der KPD und der USPD statt. Und
Zum Schluss vereinigten sie sich und führten dann ihren ersten gemeinsamen Parteitag durch. Das ist der Parteitag der VKPD geworden. Und in Vorbereitung der Tagung der KPD schrieb Clara Zetkin noch in Moskau an ihre deutschen Genossen den folgenden Brief nach Moskau. Wieder macht sie sich Gedanken über das Internationale, auch der neuen KPD. Nun zur Frage der internationalen Verbindung der KPD. Was meiner Meinung nach geschehen muss, ist dieses. Bestimmte Mitglieder der Reichszentrale werden beauftragt, regelmäßig erstens die Auslandspresse zu lesen, auf wichtige Ereignisse sofort Bericht an die Reichszentrale zu erstatten. Die Berichterstattung wäre nach Ländergruppen zu verteilen, da die Arbeit für eine Person zu umfangreich ist, zumal ja jeder von uns noch andere Aufgaben zu erfüllen hat. Zweitens, die kommunistischen Parteien des Auslands über die Situation in Deutschland, die Entwicklung und Tätigkeit der KPD zu informieren, sei es durch Verbindung mit bestimmten internationalen Korrespondenten der ausländischen Bruderparteien, sei es durch Artikel an deren Presse, auch das natürlich verteilt nach Ländergruppen. Und drittens, Beziehungen zu den Führern der KPs und revolutionären Organisationen im Auslande anknüpfen und möglichst rege unterhalten, zu diesem Zwecke gelegentlich ins Ausland reisen oder den Besuch unterrichteter und führender Genossen in Deutschland zu veranlassen. Wenn wir nicht zu so ganz fest umgrenzter und organisierter Betätigung kommen, werden wir auch nie die erforderliche feste Verbindung mit den ausländischen Parteien erhalten. Übrigens würde schon solche planmäßige internationale Betätigung uns einerseits eine der wichtigsten Stützen der kommunistischen Internationale überhaupt sein. Clara Zetkin ist noch in Moskau, als sie diesen Brief schreibt, und deswegen teilt sie mit, sowohl mir persönlich die revolutionäre Atmosphäre Russlands tut, so heiß brenne ich darauf, nun wieder in Deutschland unter den Massen zu wirken. Ich hoffe, durch die Eindrücke hier mit vermehrter Erkenntnis und gesteigerter Kraft wirken und die Dinge vorwärts treiben zu können. Karl und ich sandten heute ein längeres Radiogramm an euch wegen der Stellung zum linken Flügel der USP. Wir sind darin ganz einer Meinung und der Überzeugung, dass der innere Klärungsprozess der linken USP umso rascher und gründlicher erfolgt, je mehr er von diesen selbst durchgekämpft werden muss. Und nicht auf dem bequemen Weg einer allgemeinen Auseinandersetzung mit einem einzigen kommunistischen Parteitag seine Erledigung fände. Bei der Erledigung auf diesem Wege würden wir Kommunisten vom Spartakusbund wieder die Prügelknaben sein. Und die Neubekehrten würden sich weit langsamer vorwärts tasten, als wenn sie sich selbst mit ihren früheren Parteibrüdern auseinandersetzen müssten. Mit herzlichen Grüßen für euch alle, Clara. Clara Zetkin nimmt dann vom 4. bis 7. Dezember am Vereinigungsparteitag der VKPD teil. Und vielleicht komme ich jetzt zum Schluss. Zum Ende des Jahres 1920 erfüllt sie ihre internationale Mission in Tours. Ein Visum für Frankreich, das ihr als Mitglied des Deutschen Reichstags wohl zugestanden hätte, bekam sie nicht. Nach ihrer illegalen Einreise in Frankreich trat Clara Zetkin am 27. Dezember 1920 mit einer Grußansprache vor die Delegierten des Nationalkongresses der Sozialistischen Partei Frankreichs und warb um die Bildung einer einheitlichen kommunistischen Partei auf der Grundlage der 21 Aufnahmebedingungen in die Kommentare. Am 29. September 1920 wurde die Kommunistische Partei Frankreichs gegründet, in der sich ca. 2/3 der sozialistischen Mitglieder anschlossen. Den folgenden Brief schrieb sie nach ihrer illegalen Ausreise.
an die Delegierten des Nationalkongresses der französischen Kommunistischen Partei, 30. Dezember 1920. Teure Genossen. Die bürgerliche Presse zerbricht sich den Kopf über die Frage, wo Clara Zetkin die Grenze überschritten hat. Es ist nicht meine Aufgabe, den Polizisten ihren Beruf zu erleichtern und auf diese Frage zu antworten. Doch erkläre ich, dass ich mich weder verkleidet noch mich falscher Papiere bedient habe, sondern lediglich solche Dokumente bei mir hatte, die meine Identität einwandfrei feststellten. Es steht meinen Gegnern frei, aus meiner Reise nach Frankreich einen Roman zu dichten. Ich begnüge mich damit, Tatsachen zu vollbringen. Mit brüderlichem Gruß, Clara Zetkin. Und jetzt ganz zum Schluss lese ich einen Brief an das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, wo Clara Zetkin ihren Bericht aus Frankreich und auch aus Luxemburg bringt. Sie war auf beiden Kongressen dort anwesend. Ich möchte jetzt aber nicht zu den inhaltlichen Debatten kommen, sondern das Abenteuerliche ihrer illegalen Reise mit Briefauszügen belegen. Und damit möchte ich Clara Zetkins Mut und Entschlossenheit würdigen, ihren Auftrag zur Gründung kommunistischer Parteien in Frankreich und Luxemburg zu erfüllen. Der Brief ist vom 1. Februar 1921. An die Exekutive der Dritten Internationale in Moskau. Werte Genossen, in folgendem einen kurzen Bericht über meine Arbeit in Tours und Luxemburg. Die Illegalität meiner Anwesenheit in Frankreich schloss es aus, dass mein Aufenthalt dort von längerer Dauer sein und dass ich an den Beratungen des Kongresses teilnehmen konnte. Ich wusste, dass ich nach dem Auftreten auf dem Kongress sofort verschwinden müsste. Ich legte deshalb Gewicht darauf, mit führenden Genossen der Alt- und Neukommunisten Besprechungen zu haben, ehe ich in den Kongress kam. Einmal, um mir einen Situationsbericht geben zu lassen und möglichst genau orientiert zu sein. Zum Zweiten, um ein möglichst planmäßiges internationales Zusammenwirken zwischen der deutschen und der französischen Sektion der Internationale anzubahnen. Die Genossen teilten mir mit, ich müsse unbedingt am selben Nachmittag auf dem Kongress sprechen. Sie meinten, mein Erscheinen werde unter den gegebenen Umständen als Beispiel und Aufmunterung zu illegalen Aktionen nützlich wirken. Meine Stellungnahme werde zumal für viele Delegierte der Provinzorganisationen von Einfluss sein. Die Genossen seien offenbar der Debatten müde. Sie wollen die Entscheidung. Die entscheidende Abstimmung werde aber noch am Abend fallen. Ich müsse unbedingt vorher sprechen. Es hat sich herausgestellt, dass unsere Freunde die Situation nicht richtig eingeschätzt hatten. Die Entscheidung erfolgte bekanntlich erst am nächsten Tage und sogar in einer Nachtsitzung. Nebenbei am Vormittag war ein Brief von mir an den Kongress verlesen worden. Ich hatte ihn abgeschickt, um die edle Spitzelzunft in dem Glauben an meine Tugend zu stärken. Und dann, um doch zu Wort zu kommen, falls meine ungesetzliche Reise nicht gelingen sollte. Ich werde euch auch eine Abschrift dieses Briefes schicken. Ich habe den Eindruck mitgenommen, dass die Kommunistische Partei Frankreichs wirklich den besten Teil der revolutionären proletarischen Elemente umschließt. Elemente, die ehrlich zum Kommunismus wollen. Nun zu Luxemburg. Unsere kommunistischen Freunde aus Luxemburg hatten mir nahegelegt, wenn irgend möglich auf meiner Rückreise aus Frankreich den Umweg über dort zu machen und am Parteitag teilzunehmen. Ich disponierte entsprechend und da es mir gelang, unter der Nase der französischen Spitzel und Polizei aus Frankreich herauszukommen, trat ich ganz öffentlich auf dem Parteitag in Differdingen auf. Ich habe nur an dem ersten Verhandlungstage des Kongresses teilgenommen
Unsere Freunde stellten fest, dass sich im Gegensatz zum Morgen und den Gepflogenheiten des Landes abends auffällig viel Polizei und Gendarmerie in der Nähe des Kongresslokals und des Bahnhofs herumtreten. Da Luxemburg zwar autonom ist, aber zurzeit unter strammer französischer Vormundschaft steht, empfahlen mir die Genossen, es mit Falstaffs Weisheit zu halten, dass Vorsicht der Tapferkeit besserer Teil ist. Ich konnte dem zweiten Verhandlungstag umso eher fernbleiben, als in Wahrheit die Entscheidung schon feststand und nur noch durch die Abstimmung gebucht werden musste. Ich hoffe, ihr macht mir keinen Vorwurf daraus, dass ich im Hinblick auf die mich in Deutschland erwartende Arbeit bedacht war, dorthin zurückzukehren, ohne unfreiwillige Verzögerung durch Verhaftung und ähnliche Zwischenfälle. Ich reiste in Deutschland ab mit 1% Aussicht, wirklich bis Tours zu kommen. Dass ich trotzdem meinen Auftrag ausführen und unbehelligt zurückkommen konnte, verdanke ich der brüderlichen Unterstützung von Freunden, von denen euch die Freundin erzählen wird, die zu euch reisen wollte. Ich verdanke es aber ganz persönlich und besonders der Umsicht, der Tapferkeit und dem klugen Sinn dieser Freundin selbst. Mit herzlichen Grüßen, Clara. So viel zu den Briefen von Clara Zetkin, die ich für den heutigen Abend ausgewählt habe. Jetzt können Sie gerne Ihre Fragen stellen. Vielen Dank.